Hallo Freunde, freut mich, dass ihr wieder bei einer Folge dabei seid. Ja, ja, ich bin gestorben, weil ich meinen Ring nicht hatte, weil der in einer Kiste lag und ich ein leeres Jetpack hatte, bin ich gestorben. Ich habe mir die Rucksäcke schon wieder gecraftet. Hier ist sogar noch was drin. Ah, da ist noch ein bisschen was drinnen. War der? Ist der gebunden aus irgendeinem Grund? Dass da immer das gleiche drin? Weil beim Lockout sieht man ihn ja nicht. Egal, ich habe eine Rüstung. Gut. Ja, ich bin gerade dabei am Werkzeug craften. Jetzt. Entschuldigung, habe ich etwas Halsschmerzen. Leider. Seit jetzt. Nein, seit 2 Stunden. Und ich werde mir jetzt einmal alle Werkzeuge machen, die ich brauche. Ich brauche dazu noch etwas Papier. Ja. Oh Gott. Folgendes ist passiert. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal das Modpack updaten und dabei eventuell Mods kicken, die ich nicht brauche, die ich noch nicht bis jetzt nicht verwendet habe. Und werde schauen, dass ich das alles wieder so weit hinbekomme. Weil ich habe jetzt, glaube ich, seit einem Monat nichts geupdatet und jetzt werde ich alles auf einmal updaten. Da muss ich jetzt eben schauen. Ich werde es ein bisschen noch im Voraus ausnehmen und dann wird es ein Update für das geben. Also ich werde alle Mods, die ich habe, eben, wie gesagt, updaten. Gut, was noch passiert ist. Schweren Herzens. Habe ich mich entschieden, meine Erzverarbeitung umzubauen. War auch der Grund, warum so lange kein Video jetzt kam, weil ich daran viel Zeit bis jetzt da schon investiert habe. Entschuldigung. Und ich baue es komplett anders. Weil so wie ich es geplant hatte, wäre es cool gewesen. Wäre aber eigentlich energietechnisch so aufwendig gewesen. Und so weit sind wir einfach noch nicht mit der Energie. Und das war, es wird vielleicht mal kommen, dass ich so aufwendig baue, aber es funktioniert, weil mir einfach so ein paar Zwischenmods fehlen, wo ich sage, die brauche ich, so dieser Energiepuffer und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe, glaube ich, einen ganzen Tag lang das wieder alles abgerissen und habe ein neues Gebäude dorthin gesetzt. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus, finde ich, und sieht jetzt so aus, finde ich, schaut fast besser aus. Ich habe auch schon viel daran gebaut. Hier kommt man halt einfach rein. Hier ist dann so dieser Hauptmonitor, wo gezeigt wird, wie viel Erze vorhanden sind, weil hier sind eher relevant die Erze, weil die Bahnen werden ja dann weitergeleitet. Das ME-System funktioniert auch schon, wird gespeist von den Windkrafträdern. Ich habe auch hier schon angefangen, ein paar Leitungen zu legen. Das heißt, das Haus ist schon ziemlich verkabelt. Das hat mich eben deswegen viel Zeit gekostet. Ja, hier sind außer Fledermäuse nichts, ein paar Lampen schon, fehlt ein Stein. Ja, ich habe echt viel gecraftet und viel Material herumgearbeitet. Ihr seht hier schon ein, ich fange mal da ganz hinten an. Die alten habe ich leer gemacht. Ich glaube halt, die brauchte man. Hier bin ich noch im Ding, sonst gebe ich mir wieder 100.000 Sachen. Boah, das sind jetzt nicht die normalen, sondern die Vibrant. Da habe ich eben die ganzen Capacitor Banks dafür aufgebraucht, war auch extrem teuer. Aber es hat sich ausgezahlt. Wir haben hier eine maximale Leistung von, ihr könnt es selber sehen, 1.125.000.000. Das zweimal. Da habe ich noch ein bisschen mehr dazu gecraftet. Das sind so, also das wird der, die zwei Hauptbatterien. Es wird diesmal nur zwei geben, dafür in einer größeren Ausführung. Dann haben wir hier, wird das Deep Storage Lager entstehen, wo dann die Erze drin gespeichert werden. Das heißt, die werden nicht im Disketten gespeichert. Na, meine Stimme will gar nicht. Aber ich muss. Nein, ich will. Also die Erze werden hier, weil das ist einfach extrem viel. Was wir von den Erzen haben, was wir dann an Zwischenprodukten haben, wird natürlich dann auf Festplatten gespeichert. Und die habe ich hier reingepackt. Muss sagen, habe ich von einem anderen YouTuber, der hat das so gebaut und das fand ich eigentlich richtig cool. Und deswegen habe ich es auch gebaut.
Das sind halt so Serverschränke und da sind dann halt die Festplatten drinnen. Bisschen mit Belüftung. Und hier ist dann die Crafting Station. Das hat mich richtig Zeit gekostet. Diese ganzen, das sind nämlich 64k Fertigungseinheiten. Also ja, das war aufwendig. Aber es hat sich, wird sich sicher auszahlen. Sie sind auch schon verbunden. Und ja, für große Aufträge habe ich dann, ich weiß nicht, ob ich so viel brauchen werde. Ich habe sie hier stehen. Und ja, sie stehen hier. ansonsten, wie gesagt, hier steht da, hier ist dann noch der Kern, der schön blinken tut. Ja, ansonsten kann ich mal kurz unten zeigen. Hier ist noch der Keller, so wie vorher. Das, den habe ich auch belassen. Ich habe eben nur oben das alles abgerissen und neu gebaut. Ist schon verkabelt alles soweit. Dann nach den Serverräumen und. Aber das ist eigentlich nicht Teil des heutigen Themas. Weil ich gesagt habe, die baue ich jetzt eher alleine auf, weil ich eben schon so lange damit immer dumm Blödsinn mache und ja. Ich wollte mir jetzt nochmal die Werkzeuge machen und dann geht's rüber mal Richtung Papier wollte ich holen. Jetzt habe ich gerade schon wieder, jetzt will gerade mein Minecraft wieder nicht. Das ist auch fort. Das, wenn man ich mag es nicht, wenn man stirbt. Darf ich das? Oh Gott, das ist so laut. Ich mag es echt nicht, wenn ich sterbe. Okay, was ist jetzt? Minecraft magst du oder magst du heute nicht? Es mag heute nicht. Aber warum mag es nicht? So. Alles neu craften. Yay. Was wollte ich jetzt? Papier. Ich werde mir dann... Oh oh. Jetzt habe ich kein Zuckerrohr mehr. Ja, seit ich diese Ding abgebaut habe, habe ich nichts mehr. Ich bin eigentlich irgendwie am überlegen, ob ich nicht zu Agrarian Sky irgendwie noch einmal ein neues Start, wo ich eben nicht so bombastisch groß baue, sondern irgendwie anders spiele. Oder ein Hardcore. Ein Hardcore würde mich auch mal brennend interessieren. Was sagt ihr? Wollen wir mal so eine Hardcore-Map spielen? So, dass wir sagen, wir spielen Mods auf Hardcore? Wäre auch lustig. Wäre irgendwie lustig. Wenn ich dann sterbe, wird es nimmer mehr lustig. Aber dabei wird es lustig. So. Ja. Jetzt haben wir, was haben wir denn? Ach, Gott, da brauche ich wieder den großen. Den habe ich gar nicht. Warum habe ich den nicht? Den. Gut. Kann ich nochmal rüberrennen. Ach Gott. So, jetzt halt immer wieder die Ohren zu. Das war jetzt nicht so laut. Liegt hier ein Viech bei mir herinnen. Holz. Nee. So, so war das. Da machen wir gleich mal ein paar. So. Da. Mein Hals macht mir gerade echt zu schaffen. Der ist so gemein. So, weil da möchte ich ein Papiergriff. Damit ich mehr Sachen reinpacken kann. So. 4 Modifikationen. Sonst hätte ich nur 3. Durability ist in dem Fall wurscht, weil wir eh mit Nackebesitter arbeiten. Von daher ist das nicht so schlimm. Ja, fast schon. So, dann hätte ich gerne meine ganzen Spitzhacken. Ach Gott, das ist so nervig, wenn das alles weg ist. Ich habe nämlich auch die Welt backupen müssen, weil ich irgendwas gemacht habe. Was habe ich denn gemacht? Und dann ist die ganze Welt abgestürzt und ich konnte sie nicht mehr laden. Gott sei Dank ist ein Mod drin, der Backups macht, weil sonst wäre ich böse geworden. So, einmal das. Einmal das. Für Kobalt ist noch drin. Ja, mal noch ein bisschen was nach.
Ja, und dann werden wir mal mit dem Abstecken vom Dings beginnen, vom Verteilungszentrum, und dann wird kommen die Holzfälleranlage. Und dann wird es irgendwann Zeit für den ganzen Farming-Bereich. Den sollte ich auch, der wird da, wo der kommt dann ja hier hin. Den sollte ich jetzt auch irgendwann beginnen, weil irgendwann habe ich keinen Zuckerraum mehr und gar nichts mehr. So, 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 so. Kobalt, so. Ja, ich werde jetzt einfach nämlich einmal alles machen, was ich jetzt vorher nicht hatte. Das und das Hammer, das kommt daher, das kommt daher, das da, das da, das da. So. Gut. Eine Lampe Axt werden wir nicht bauen, das brauchen wir nicht. Weil so viele Bäume werde ich nicht mehr fällen. So, jetzt brauche ich einmal da. Nein, den brauche ich nicht. Mal das. Das ist jetzt eh das Kleine. Schwupps. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, gut. Dann brauche ich einmal das. Einmal das. Bam, 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 bam. Und einmal das. Warum mache ich drei von diesen Bindings? Ihr habt es euch sicher schon gedacht. Was macht ihr da? Ich brauche ja nur eins. Wurscht. Da. So, einen Griff haben wir ja. Dann einmal das. Und einmal das. Einmal. Da brauche ich noch zwei Griffe. So. Mal die Axt. Und dann haben wir das. Perfekt. Gut, dann schmelze ich das wieder ein, damit das wenigstens Kobalt bleibt. Und dann gehe ich schnell rüber. Und mache mir schnell. So, das haben die. Oha. Die haben ja gar keine Haltbarkeit. Naja, nein, ist ja im Prinzip wurscht. Vielleicht mache ich mir mal einen Mining Drill oder so. Das wäre auch cool. Wäre eigentlich auch fein. Ups. So, was braucht man? Ich glaube, den craft man. Ich glaube, ich habe Lust drauf. Und zwar den mit dem Diamantkopf. Kann ich wo EU aufladen? Ja, dort. Ja, der ist nicht schwer. Was haben wir denn alles? Okay. Weil den habe ich früher immer gehabt. Das weiß ich noch. Und dann ist irgendwie. Dann ist. Ja, Tinkers und so weiter kommen. Und ja, dann war das eigentlich relativ schnell vorbei mit dem. Wie geht echt das Eisen aus? Obwohl ich 5000 Eisen da habe. Habe ich hier noch was? Ah. So, einen elektrischen Schaltkreis. So, und noch Batterien. Warum nimmt ihr mir das Redstone nicht? Du doofes Ding. Was habe ich dir getan? Schon komisch, er mag den Redstone nicht. Oh, jetzt schon. So. Jetzt haben wir das. Dann haben wir das. Yeah. Und dann will ich das. Was brauche ich dafür? Der war immer lustig. Eisen. Wow. Aha. Das ist interessant. Was ist denn das hier? Okay. Warum scrollst du mit? Komisch. Ba, 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 ba.
Na? Schauen wir mal, ob wir den auf die Garen finden. Bohrkopf. Hochofen. Den haben wir schon. Ich glaube, den bauen wir. Ich glaube, ich habe Lust, den zu bauen. So, da muss ich jetzt einen Eisenblock. Ja, mir so wenig Eisen. Machen wir halt zwei. Na, so. Ja. Bis die Erzverarbeitung steht. Übrigens, die Erzverarbeitung rennt jetzt dann über normal so Pulverisierer und Ofen. Das wird nicht mehr so hochkompliziert, weil das frisst einfach zu viel Energie und da brauche ich Reaktoren wie weiß ich nicht was. Und deswegen habe ich mich für das entschlossen, weil um diese 20 Eisen ist dann egal, weil dann die Ender Quarry nachher eh rennen wird. Und von daher wird das dann relativ egal sein. Extruder. So, wo stellen wir denn das Ding jetzt hin? Ah, könnte ich jetzt mal aufladen. So. Ach, mit dem habe ich schon lang, habe ich ewig nichts gearbeitet. Stellen wir da in die Ecke dann. So. Und das jetzt. So. Na, ich bin gespannt. Na, entdecken wir was Neues aus Industrialcraft. So, dann packen wir uns da her. Okay. Der kennt sich nicht aus. Ach Gott. Doofes Modpack. Texture Pack. Eisener Drehrolling. Okay. Ich verstehe. Drechselwerkzeug. Ui. Na gut. Probieren wir es aus. Sonst crafte ich hier umsonst irgendwas. Drechselwerkzeug. So bin ich da hinkommen. So. So, Drechselwerkzeug. Gut. Und was? Nein, ein Iridiumbohrer ist noch zu viel. Muss ich da jetzt Eisen reinlegen? Ich weiß es nicht. Oder so einen, das könnte auch sein. Ich lege das mal rein. Aha. Gib mir mal Eisen. Was passiert dann? Ich glaube, ich mache was falsch. Das wollte ich noch ausprobieren. Falls wer das von euch weiß, wie das geht, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Das könnte ich mir noch vorstellen. Wer zumindest, weiß ich nicht. Das da rein. Da kann ich das reinlegen. Kann ja doch nicht so schwer sein. Ja, das kommt wahrscheinlich raus. Ein Block wird es doch auch nicht sein, oder? Ich habe ja fast das Gefühl, brauche ich da noch irgendwas dazu? Das gibt's doch nicht. Das muss man doch anders auch herstellen können. Aus dem? Nein. Das da will ich. Rolling. Ich bin so dumm. Es steht eh dort. Ja, Entschuldigung. Bitte geht doch. Und jetzt? Ja. Ja. Bohrer. Ah.
wie geht das jetzt? Hat das Ding. Ah, ich weiß schon, warum was es geht, aber wie. Wie arbeite ich jetzt damit? Das ist die Frage. Ich weiß schon, um was es konkret geht. Ich muss jetzt das auf die richtigen Einstellungen machen. Das braucht sicher irgendwas an Energie. Steht das nicht dabei? Das schlaue Buch sagt mir nichts. Hat sich das mit der Energie verbunden? Ne, hä, so geht's nicht. So kriegt's keine Energie. Okay, es braucht auch keine. Ich könnte mir kinetische vorstellen. Ja, bevor wir da jetzt nochmal Stunden um Stunden um Stunden herumdödeln und rödeln und schnödeln, lassen wir das jetzt einmal. Ich lade den einmal fertig auf. Ich werde mir das mal in Ruhe anschauen. Und dann schauen wir mal weiter. Sonst kann ich diesen doofen Kobalthammer wieder reparieren. Von Thermalexpansion brauchen wir jetzt folgendes. Brauchen wir das. Können wir sicher herstellen. Genau. Dann machen wir mal 3. Und nochmal 2. Weil dann brauchen wir noch den nächsten. Ach Gott, kein In. Na. So. Dann brauchen wir wieder das. Wieder kein Eisenstaub. Es ist nicht so leicht. Ich glaube, würde ich neu anfangen, würde ich ein paar Sachen anders bauen. Das auf jeden Fall. Manchmal habe ich das Verlangen, neu anzufangen, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Besser ist weiterspielen. So. Gut, jetzt muss ich mal kurz rüber zum Tinkers und schauen, aber die werde ich sicher nicht da reinbringen. Da wird es wahrscheinlich funktionieren, genau. Aber da wird es zu viel sein, genau, da brauche ich die Schwachen. Vorher muss ich das reparieren, weil ich ja damit abbauen musste. Keiner hat mich aufgehalten. Gut, dann das drauf. Das drauf. Das drauf. Ja, hört gar nicht mehr auf zum Hämmern. Und das drauf. So. Jetzt alle leer. Und jetzt gehen wir zur großen Batterie und laden das auf. So. Ich glaube, der Ender Quarry ist an. Deswegen habe ich keine Energie. So, da liegt auch noch. Also das ist meine. Na dann lad schön mal. So. Ja, dann war das heute eher so. Ja, ich habe diese Folge jetzt wirklich eigentlich so gemacht, weil ich euch sagen wollte, dass ich eben update und hoffe, dass da alles gut geht. Dass da nicht dann irgendwas abstürzt und immer mehr funktioniert, weil jetzt habe ich schon ziemlich lange nicht updated. eventuell kommt, werde ich vielleicht doch ein neues Modpack wo machen, weil ich gern einen Mod dabei haben gern dabei hätte, Rotarycraft. Nur der vertragt sich mit irgendeinem Mod hier drinnen nicht. Und ich muss, genauso gern würde ich mit Gregtech mal spielen. Aber wenn ich das spielen sollte, dann müsst ihr echt Verständnis haben für mich, weil das, ich finde den Mod so extrem geil, wirklich. Nur habe ich mich noch bei manchen Sachen noch nicht so ganz durchgecheckt. Deswegen habe ich ihn eigentlich nicht drinnen. Schade eigentlich. So, gut. War eigentlich heute irgendwie ein bisschen planlos, was ich hier kriege. Das geht sicher so, aber ich drücke die falschen Knöpfe wahrscheinlich. Da, schnell weg. Meißel. Da steht ja nicht mal was. Ich glaube, das braucht Energie, damit sich das sozusagen dreht. Ne? Das ist so eine Drehbank. Naja, das werde ich schon herausfinden. Irgendwo habe ich gesehen, habe ich noch einen Omnischlüssel rumliegen. Drüben war das ein Helm. Da habe ich auch, da ist die Ladestation drin.
Das muss ich jetzt auch wieder neu einstellen. Oh Gott. Ja, jetzt schauen wir nochmal rüber zur großen Fläche. Die Brücke ist ja soweit fertig. Ja, das wird irgendwie, ich weiß nicht, auch ungefähr im Stil vom anderen Gebäude kommen. So stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, das wird auf jeden Fall hier so ein Riesen. Ich weiß noch, ich muss mir das wirklich gut überdenken, nicht, dass ich das so groß aufbaue wie drüben. Und dann sag, nein, mir gefällt's doch nicht. Obwohl mir das drübere Gebäude jetzt richtig gut gefällt. Da ist fast gescheiter, ich baue das vorher. Das gefällt mir jetzt eigentlich richtig gut, das schaut richtig fesch aus. Vielleicht in anderen Farben die Lagerhalle. Da wird dann wahrscheinlich noch, das habe ich eben da jetzt mal so gebaut, da habe ich das Garagentor dabei wieder einbaut und hier gibt es auch diesmal Licht von oben. Hier kommt dann wahrscheinlich noch ein Reaktor her, der was dahinter stehen wird oder ein Kraftwerk. Ich habe ein bisschen schon geschaut, wie wir die Holzverarbeitung hinten machen. Die wird dann gleich hinten sein, da wird es dann wahrscheinlich eine Holzfällerei geben. Dann zwei, da wird es dann, was braucht man? Auf jeden Fall mindestens zwei. Eine produziert eben Holz, wahrscheinlich eine von Mine Factory Loaded, wird wahrscheinlich Holz produzieren, weil da werde ich die verschiedenen Hölzer machen. Da gibt es dann 5, 6 Farmen und die verarbeiten halt die ganze Zeit das Material. Also jede Birke, also die ganzen vier, die vier Hauptbaumarten werden da verarbeitet. Nein, 6, 5, machen wir 5. Das Akazie brauche ich nicht so. Und dann wird es eine geben, das wird die sein, was wir da gehabt haben, die von Steve Cards und die wird Holz, ebenfalls Holz produzieren, aber die wird sozusagen in eine Kokerei gehen, ne? Und da werden wir Holzkohle herstellen und eventuell da eine Kokerei, einen Railcraft-Ofen machen und das zu Koks weiterverarbeiten und dann wahrscheinlich vielleicht ein Kohlekraftwerk bauen, wo wir das dann damit betreiben, was wir dann verbrennen, weiß ich noch nicht. Welche beziehungsweise RF werden wir, ja, auf jeden Fall, weil die Batterie unten rennt auf RF. Ja, also das war mal so grob meine Richtung. Factorio sollte jetzt auch bald mal wieder kommen. Und ich möchte mich auf jeden Fall mal bedanken nochmal für die 200 Abonnenten. Jetzt sind wir, glaube ich, schon 220. Das Special kommt. 100 Pro. Wir sind am Arbeiten, ich und Storni. Und das wird richtig geil. Wir sind noch ein paar Dinge am Abklären, aber darauf könnt ihr euch echt freuen. Ich hoffe, das sagt euch dann auch zu. Er wird wahrscheinlich irgendwann jetzt zu mir rauskommen. Bei mir gibt es genug Internetleistung. Dann werden wir da wahrscheinlich auf jeden Fall mal streamen. Aber da sage ich euch natürlich genaueres noch Bescheid, wann das ablaufen wird. Ja, es war jetzt eben dieses Wochenende so, dass ich eben keine Videos mache am Wochenende. Es hat sich für gut beheißen, weil ich habe echt nichts machen können. Also ich habe einfach keine Zeit für irgendwas gehabt. Das hat dann soweit schon gepasst. 155 Diamanterze. Das wollte ich euch noch zeigen. Mine Factory Loaded. Da werden wir dann nämlich den Smasher bauen. Wo ist der? Fruchtziele, automatischer Baustand. Blockzertrümmerer. Weil der kann mit Glück abbauen. Das kann man dann einstellen. Bla bla bla. Und damit werden wir da das Effektivste herausholen. Weil ich glaube, was ist denn. Ich könnte schmelzen. Nein, das ist das Falsche. Nein, nicht wie ich es herstelle. Ein Diamanten vom Schmelzen. Zwei in der Anreicherungskammer. Einer im Ofen. Zwei im Pulverisierer. Zwei in im Sackmill. Crusher. Und da hoffe ich, dass wir dann halt am meisten. Da kriegen wir sicher am meisten raus. Aber wie gesagt, Erzhalle wird wahrscheinlich jetzt einmal Thema abgeschlossen sein. Jetzt war heute eben wirklich nur mein Werkzeug wiederherstellen, bla 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 bla. Ich muss noch eh noch ein paar Sachen herrichten und wir werden entweder, das werde ich mir bis zum nächsten Mal überlegen, die Essensfarm bzw. generell die ganzen Naturprodukte. Wohl Essen wollte ich hierher machen.
ganzen Magical Crops werden hier versauern. Ich muss so viel machen. So viel. Nächstes Mal werde ich das strukturierter angehen. Das war wirklich... Naja. Aber so. Es ist eine schöne Map geworden. Irgendwann war die Frage nach dem Map-Download. Aber, ah ja, das habe ich eh schon gesagt. Dass das rein vom Modpack-mäßigen her nicht geht. Ja, gut. Bevor ich jetzt wieder lang hier so herumsitze und irgendwie einen Blödsinn daherlaber, war es das einmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall danke, danke, danke für den Support generell. Mit Kommentaren, mit Likes und so weiter. Und natürlich mit Abos. Danke auf jeden Fall. Wie gesagt, Abo-Special von 100, 150 und 200 kommt. Vielleicht schaffen wir sogar 250 bis dahin. Kommt, wird eben noch leider ein bisschen dauern. Gut. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, danke.